Die Zeit der Uni-Bewerbung steht wieder an. Und wenn du dieses Jahr dein Abitur gemacht hast und diesen Herbst gerne studieren möchtest, oder wenn du gerade in den letzten Zügen deines Bachelors bist und diesen Herbst deinen Master machen möchtest, so wie ich, dann ist dieses Video perfekt für dich. Wir werden nämlich heute besprechen, wie man die für sich perfekte Uni findet, welche Faktoren in diese Entscheidung mit einfließen sollten und wie man dann strukturiert und ohne Stress in den Bewerbungsprozess startet. Let's go! Also, Schritt 1 sollte natürlich immer sein, dass man sich darüber im Klaren ist, was man eigentlich studieren möchte. Also, was die Inhalte des eigenen Studiums sein sollten, denn das ist das Wichtigste. Falls ihr da aktuell noch in der Findungsphase seid und noch gar keinen Plan habt, was ihr eigentlich machen wollt, empfehle ich euch ein etwas älteres Video von mir, wo ich ein bisschen über Lebens- und Karrierefindung gesprochen habe. Außerdem habe ich noch ein Video zu coolen Studiengängen. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Das ist aber, wie gesagt, erstmal die Basis für den gesamten weiteren Rest. Der nächste Schritt ist dann natürlich die persönliche Recherche, welche Städte bzw. Unis diesen Studiengang, den man gewählt hat, überhaupt anbieten. Google ist da immer Anlaufstelle Nummer 1. Was ich euch aber auch sehr empfehlen kann, ist die Website StudyCheck. Das hat mir bei meiner Bachelor-Suche extrem geholfen. Da kann man einfach nach verschiedenen Studiengängen auf der Website gucken, kriegt auch noch Informationen zu einzelnen Schwerpunkten und dann werden einem einfach alle möglichen Standorte für diesen Studiengang auch mit Gewichtung des Schwerpunkts angezeigt und auch direkt verlinkt, sodass man direkt auf die Website kommt. Das heißt, da würde ich jetzt einfach mal alles durchgucken und mir in verschiedenen Tabs einfach mal jede einzelne Website von jeder interessanten Uni angucken. Ja, das ist zeitaufwendig, aber es lohnt sich, die Zeit einmal vernünftig zu investieren, wenn man keinen Bock hat, später enttäuscht mit der eigenen Uniwahl zu sein. Wenn ich dann, nachdem ich mir jede Website einmal kurz angeguckt habe, rausgefiltert habe, welche Unis es auf keinen Fall werden, würde ich eine Tabelle anfertigen, wo ich einfach mal alle Unis eintrage, die potenziell jetzt noch in Frage kommen würden. Ich komme gleich noch dazu und zeige euch einfach mal in Notion eine passende Tabelle, die dann am Ende alle Faktoren, die wir hier noch besprechen, abdeckt. Wichtig ist erstmal nur, dass man sich überhaupt merkt, alles runterzuschreiben. Das ist ganz wichtig, ansonsten verliert man so schnell den Überblick. Der nächste Schritt sollte es dann nämlich sein, die Anforderungen der jeweiligen Uni für den jeweiligen Studiengang rauszusuchen. Das ist ehrlicherweise auf den meisten Websites nicht ganz so einfach zu finden. Uni-Websites sind immer unterschiedlich gut strukturiert. Im schlimmsten Fall kann es einfach mal helfen, in die Studienordnung des jeweiligen Bachelors oder Masters reinzuschauen. Da steht das meistens drin. Manchmal gibt es auch so richtige Studienprofile auf den einzelnen Webseiten, wo dann zum Beispiel drin steht, welche Fächer man belegt haben muss oder welche Schwerpunkte man zum Beispiel im Bachelor schon gehabt haben muss. Und was für die allermeisten Studiengänge sowohl im Bachelor als auch im Master relevant ist, ist der NC. Der steht in der Regel nicht auf den einzelnen Websites, sondern da würde ich nach zentralen NC-Tabellen gucken. Das heißt, ich würde einfach mal danach googeln, wo im letzten Jahr an der jeweiligen Uni der NC für diesen bestimmten Studiengang lag. Und dann würde ich das nochmal wiederholen für das Jahr davor und das Jahr davor. Natürlich kann das in diesem Jahr nochmal komplett anders aussehen, je nachdem, wie viele Leute sich auf den Studiengang bewerben. Aber irgendworan muss man sich ja orientieren. Das Ganze würde ich dann auch in die Tabelle, die wir gleich anfertigen, mit eintragen. Der nächste Punkt sind dann Rahmenfaktoren, die auch noch in die Uniwahl mit einfließen, neben den Anforderungen für den Studiengang. Ich habe mich da im Bachelor und jetzt auch gerade im Master, wo ich gucke, an folgenden Faktoren orientiert. Und zwar einmal der Schwerpunkt des Studiums. Also beispielsweise studiere ich ja Psychologie, ich möchte auch einen Psychologie-Master machen, aber es gibt natürlich verschiedene Schwerpunkte, in denen ich mich dann spezialisieren kann. Also ich kann beispielsweise einen Psychologie-Master im Schwerpunkt Neurowissenschaften machen. Oder ich kann einen Psychologie-Master im Bereich klinischer Psychologie machen oder pädagogischer Psychologie oder A&O-Psychologie. Also es gibt unfassbar viele Schwerpunkte und es ist eben wichtig, überhaupt erstmal rauszufiltern, welche Unis welchen Schwerpunkt auch anbieten und wie wichtig es mir ist, diesen Schwerpunkt auch tatsächlich zu studieren. Der nächste Punkt, den ich mit einbeziehen würde, ist die Stadt. Das heißt überhaupt erstmal die generelle Frage, könnte ich mir vorstellen, in der jeweiligen Stadt, wo diese Uni sich befindet, zu wohnen? Weil ein Bachelor dauert in der Regel ja mindestens 3 Jahre und ein Master auch 2 Jahre. Das heißt, wenn ich mich total unwohl von Anfang an meinem Gedanken fühle, in dieser Stadt zu wohnen, brauche ich da, glaube ich, auch bei der Uni nicht weiter schauen. Der nächste Punkt spielt da so ein bisschen mit rein, und zwar ist es die Entfernung zur eigenen Heimatstadt. Es kommt natürlich total darauf an, wie close man mit seiner Familie und seinen Freunden in seiner Heimatstadt ist, wie wichtig es einem ist, dass man die trotzdem noch regelmäßig sehen kann. Denn natürlich ist es einfacher, Leute zu besuchen, die 3 Stunden entfernt wohnen, als Leute, die vielleicht 10 oder 12 Stunden auf einmal entfernt wohnen. Was man sich auch noch anschauen könnte im Hinblick auf die Stadt, sind die Kosten. Also es gibt Städte, die sind halt einfach von den Mietpreisen und auch generell den Lebenserhaltungskosten sehr viel höher als andere. Und der letzte Punkt, auf den ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht so viel Wert gelegt habe, ich weiß aber, dass das viele tun, ist Prestige bzw. die Qualität der Uni oder Uni-Rankings. Das heißt, gibt es vielleicht für den jeweiligen Studiengang eine Uni, die besonders angesehen ist, wo vielleicht Arbeitgeber besonders gerne Studenten daraus abziehen? Ich persönlich bin der Meinung, dass praktische Erfahrungen sehr viel wichtiger sind, die man dann auch im Studium sammelt und dass die Wahl der Uni darauf nicht so einen hohen Einfluss hat. Ich weiß aber, dass es Studiengänge gibt, in denen das tatsächlich wichtig ist.
ist. Das heißt, auch da vielleicht mal schauen, wie wichtig ist überhaupt der wirkliche Standort bzw. die Qualität der Lehre dort. Und dann, wenn ich das alles für mich rausgefunden habe, sollte ich einfach für mich auch herausfiltern, was von diesen Faktoren wirklich für mich am wichtigsten ist. Also ist es die Entfernung nach zu Hause? Ist es vielleicht auch der NC? Sind es die Schwerpunkte? Ist es das Prestige? Einfach mal gucken, was ist für mich persönlich am wichtigsten, und das sollte ich natürlich in der Wahl dann eben auch am meisten berücksichtigen. So, nachdem wir das alles rausgesucht haben und hoffentlich an diesem Punkt schon sehr viele Tabs offen haben, zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich persönlich meine Tabelle dafür strukturiert habe, wo ich diese ganzen Informationen aufgelistet habe und wie man die dann für sich sortieren kann. Das ist, wie ich diese Tabelle in Notion aufbauen würde. Das ist jetzt noch nicht mal meine eigene Tabelle, einfach weil da super viele persönliche Daten mittlerweile drinstehen. Aber einfach eine ganz normale Tabelle. Ihr könnt das auch mit jedem anderen Programm machen, zum Beispiel Google Sheets ist da, glaube ich, auch super. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr einen Ort habt, an dem ihr diese ganzen Informationen einmal sammeln könnt und nicht irgendwie alles ständig nochmal neu aufrufen müsst. Einerseits habe ich da eine Spalte zu den einzelnen Uninamen bzw. Städtenamen. Dann ist die nächste Spalte der NC. Wenn das für euren Studiengang weniger relevant ist, weil ihr zum Beispiel NC-frei studiert oder einfach der NC ja, sehr, sehr niedrig liegt und ihr auf jeden Fall wisst, dass ihr reinkommt, dann braucht ihr vielleicht auch die Spalte nicht, könnt sie rauslöschen. Für mich in Psychologie, gerade im Master, ist der NC sehr wichtig, deswegen kommt er direkt an zweiter Stelle. Dann kommen die Anforderungen. Da schreibe ich einfach immer alles rein, was ich jetzt persönlich noch brauche, welche Credit Points ich vielleicht irgendwo sammeln musste, welche Sprache oder Sprachnachweise ich brauche, Praktika oder Aufnahmetests, die vielleicht sogar noch gemacht werden müssen. Einfach alles da einmal reinschreiben, damit man vielleicht auch schon anhand der Anforderungen so ein bisschen ausschließen kann, was nicht funktioniert. Wenn man zum Beispiel gewisse Credit Points einfach nicht eingesammelt hat, ist es super schwer, sich da später zu bewerben. Deswegen kann man den Punkt dann eigentlich getrost schon nach unten packen. Schwerpunkt habe ich noch mit eingetragen. Das sind bei mir einfach die verschiedenen Schwerpunkte für meinen Master. Ihr könnt da zum Beispiel auch verschiedene Schwerpunkte für den Bachelor mit eintragen oder eben auch für euren Master. Falls ihr keinen Schwerpunkt habt oder euch das komplett egal ist, kann man den Punkt natürlich auch weglassen. Dann die Bewerbungsfrist finde ich persönlich sehr wichtig, denn die meisten Bewerbungsfristen sind ja Mitte Juli. Es gibt aber auch Unis, die haben einen sehr viel früheren Bewerbungsschluss. Und wenn man über diesen zum Beispiel schon hinweg ist oder der einfach zu knapp wird und man das nicht hinbekommt, dann kann das eben auch sehr, sehr schnell rausfliegen und ist irrelevant. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch eintragen, einfach damit man für sich selber auch den Reminder hat. Dann kommt die Entfernung nach zu Hause in Kilometer. Hatten wir eben schon drüber geredet, über den Punkt. Die Kosten, Mietkosten, Lebenserhaltungskosten pro Stadt. Dann einmal die Webseite bzw. der Link, dass man einfach schnell zu der Website hinkommt und die anderen Tabs einfach mal schließen kann irgendwann. Und dann noch eine Checkbox, ob man sich beworben hat oder eben nicht. Dadurch kann man einfach auch gut Track halten, wie viel Bewerbung man schon rausgesendet hat, wie weit man ist und so weiter. Ich würde das persönlich, je nachdem, wie wichtig mir diese einzelnen Faktoren sind, hin und her schieben, sodass die wichtigsten Punkte einfach vorne sind. Und damit man dann eben die Tabelle sortieren kann, und zwar mit der Filterfunktion. Das heißt, man kann hier einfach draufklicken und kann dann zum Beispiel auf Sort Scanning oder Sort Descanning draufgehen. Also ich könnte zum Beispiel, das habe ich sehr, sehr viel gemacht, die einzelnen NCs hier einfach sortieren und zum Beispiel die NCs, die am höchsten sind, ganz nach unten packen, sodass ich mich eher auf die anderen NCs konzentrieren kann, mich da vielleicht eher bewerbe, gerade wenn ich kurz vor dem Bewerbungsschluss stehe und nicht mehr viel Zeit habe und einfach Prioritäten setzen muss. Genauso kann ich das aber zum Beispiel auch mit der Entfernung machen. Wenn mir die zum Beispiel besonders wichtig ist, kann ich da einfach die Entfernungen, die besonders gering sind, ganz nach oben stellen, und das wären dann die Unis, die ich eben priorisieren würde. Man könnte rein theoretisch sogar noch eine Filterfunktion einbauen und einfach sagen, dass einem zum Beispiel nur noch die Unis angezeigt werden, die zum Beispiel ein NC von 2 haben, 2, irgendwas, wenn ich selber kein NC von 1 schaffen werde. Nur damit ihr einfach eine Idee davon bekommt. Deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man da Zahlen einträgt, sodass man einfach das Ganze für sich rausfiltern kann. Und da würde ich mir einfach die Top-Unis ganz oben nehmen und mich dort dann einfach darauf konzentrieren, die ganzen Unterlagen zusammensuchen und da meine Bewerbung als allererstes absenden. Häufig werde ich auch gefragt, bei wie vielen Unis man sich insgesamt überhaupt bewerben sollte. Also reichen ein paar oder sollte man sich direkt bei vielen bewerben? Ich persönlich habe mich für meinen Bachelor auf nicht allzu viele Unis beworben, einfach weil für mich nicht allzu viele Unis in Frage kamen anhand dieser Faktoren. Denn ich wollte bei mir zu Hause wohnen bleiben und entsprechend konnte ich eben nur die Unis im Umkreis ansteuern. Wenn euch das aber komplett egal ist und ihr vielleicht auch einfach ein bisschen Schwierigkeiten habt, die Voraussetzungen zu erfüllen, würde ich mich einfach bei sehr, sehr vielen Unis bewerben. Also wir hatten letztens eine Infoveranstaltung in der Uni, da wurde mir erzählt, dass die meisten sich auf 20 bis 30 Unis mindestens beworben haben. Entsprechend würde ich mich da wahrscheinlich in dieser Range irgendwo bewerben, auch wenn das erstmal viel klingt, aber
besser Vorsorge als Nachsorge, was das angeht. Bevor man am Ende gar keinen Studienplatz hat, würde ich erstmal schauen, dass ich mir auf jeden Fall einen sichere. Ja, und das war es auch eigentlich schon mit den ganzen Informationen, die man für die Uni-Auswahl haben sollte. Ich würde sagen, setzt euch ans Bewerben dran, fangt an, verpasst nicht die Fristen, schreibt euch das ganz fett auf. Und falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, schreibt die gerne in die Kommentare, da bin ich jetzt aktiv und beantworte euch alles. Ganz viel Erfolg und bis bald. Ciao!